grandmother just called. She's in the mood to make some cheesecake and invited me to come over to help her. Today you will learn how to make a German cheesecake made by a real grandmother. I just washed my hair and I hope it doesn't freeze outside because I have to let it air dry. So I hope it's not 0 degrees or colder right now. Let's find out. Mehl brauchen wir jetzt. Mehl. Das ist so viel. Aber ich brauche doch nichts mehr aus der Schublade. Ich habe was reingelegt. Und den? Zumachen. Dann geh doch auf, du. Den Boden muss man vorbacken. Nicht? Und dann kommt das andere, das braucht dann nur noch stocken auf 100 Grad. Man kann ihn auch schneller backen. Bloß dann geht er hoch und dann fällt er wieder zurück. Nicht? Das ist eben die Kunst. Probier mal. Sind vielleicht besoffen? Schön eingemehlt. Ja, und dann kommen wir da drauf. Brauchst du den Schaber noch, Oma? Nein. Nee? Gut. Ach, ich werde verrückt. Ja, kannst du das ja auch noch aus. Lecker. Wollen wir einen kleinen Schnaps trinken? Welchen willst du denn trinken? Prost. 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 Das wird noch ein bisschen sacken, aber dann ist er schön. Den Kuchen, ehe du den aufgegessen hast, ist die Woche aber um. Das glaubst du. Ich esse jetzt 2 Tage nur Kuchen. Ilka. Ich will jetzt probieren. Ja, probier mal. Komm, probier mal. ist gut. Was meinst du? Man kann essen. Ja? Dann kommen wir noch mal über das.